Salam alaikum und alaikum salam, liebe Freunde. Ich bin Soya Wakayashi und das sind die Global Lab Patch Notes vom 5.7.2024. Die sind nicht so geil, also wenn ihr jetzt schon wieder ausschalten würdet, wäre das nicht so schlimm. Liken und followen trotzdem nicht vergessen. Küsschen, küsschen. Okay, also gucken wir uns mal ganz kurz die Global Lab Patch Notes an. Es geht um wenige Themen und nicht so interessante Themen. Also wir haben als allererstes War of Roses Regular Season. Das Ganze soll wieder beginnen. Der Krieg der Rosen soll am 14. Juli, also am Sonntag in zwei Wochen wieder starten. Was ist War of Roses? War of Roses ist ein 300 versus 300 Spieler Content, der für eine lange Zeit, der erstmal hinzugefügt wurde und dann wegen nicht vorhandener Serverkapazitäten wurde das Ganze wieder dann deaktiviert, weil einfach ein Lagfest, wie ihr euch vorstellen könnt. Ne? Jetzt, wo es diese Hit-Changes gab, ne, erhoffen sie sich, dass das alles lagfreier funktioniert und 300 versus 300 nicht so laggt. Da bin ich aber sehr gespannt drauf, denn am 13. Juli komme ich aus der Türkei wieder zurück und am 14. Juli bin ich sehr auf die Meinung gespannt, wie das Ganze dann aussieht mit dem neuen Hit-Change-Patch. Es gibt einige Änderungen im War of Roses. Ich werde euch den Link unten in der Beschreibung reindroppen. Dann könnt ihr euch gerne im Detail das euch alles durchlesen, falls ihr euch dafür interessiert. Aber das Wichtigste, was ich jetzt persönlich empfinde, ist der Loot, den man aus War of Roses bekommt. Die Änderungen stehen alle hier erstmal, ne? Also das könnt ihr euch dann, wie gesagt, in Ruhe durchlesen. Aber jetzt geht es erstmal um die Belohnungen. Also gucken wir uns einmal die Belohnungen an. Also wir haben hier die verschiedenen Belohnungen. Wir haben einmal eine Gilde, die das Ganze anführt und auch gewinnt. Es gibt hier Unentschieden und es gibt halt besiegt sein. Ne? Es gibt noch so eine dritte Legion, das ist sowas wie viele Leute, die nicht in der Gilde sind, aber die können einfach mitmachen. Also in War of Roses müsst ihr nicht als Gilde mitmachen, ihr könnt auch als normaler Mensch mitmachen, der außerhalb der Gilde einfach mit reinmerkt. Ja? Das geht ganz einfach. Aber auf jeden Fall sind das hier die neuen Belohnungen. Auf jeden Fall ist das, was jetzt interessant ist, das hier. Diese Sylvias Token. Ja, das ist der ganz normale Standard-Loot, der hier oben eingeblendet ist. Ne? Das sind die Standardbelohnungen. Also was befindet sich immer darunter? Erstmal ganz viel Silber, dann solche Lootboxen, Kafras, irgendwelche Medals. Also das sind diese Notewar Guild Medals, also Medaillen, irgendwelche Fragmente, Loot Scrolls. Das ist erstmal so der ziemliche Standard-Loot. Je weiter oben, desto mehr von allem. Und dann gibt es halt nochmal hier Folgendes, und zwar diese Sylvias Token. Die man bekommt, abhängig davon, wie viele Missionen man erfolgreich abgeschlossen hat, die einem der Führer quasi auferlegt hat. Das klingt ein bisschen falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Also hast du viele Missionen erfüllt, kriegst du mehr Sylvias Token, hast du weniger, das kriegst du weniger. Du kriegst pro erfüllte Mission, die du schaffst, 10 von diesen Sylvias Token. Und diese Sylvias Token kannst du dann wahrscheinlich oben über die Schatzkiste, wie immer, einfach eintauschen gegen verschiedene Items, wie zum Beispiel Manis instabilen Treibstoff, Kafra Stones, Parfüm und bis hoch zu weitere Lootboxen. Aus diesen Lootboxen übrigens kommen hier dann diese ganzen verschiedenen Belohnungen raus, also ist einfach eine kleine Lootbox. Ist jetzt nichts, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt geisteskrank heftig. Hier sind halt Debos noch mit drin, aber keine Ringe. Von daher ist es mal eine Chance auf Debo, aber eine Chance. 50 von diesen Sylvias Token braucht man dann halt für weitere Lootkisten, die man hier eintauschen kann. Und man kann sie natürlich auch sicherlich ansparen. Und auch hier kommen wieder Debos raus. Okay, das war so ziemlich alles zu War of Roses. Also am 14. Juli geht es wieder los. Und das Ganze soll deutlich lagfreier sein als vorher, wegen dem Hit-Change vor 2,5 Wochen. Und ich bin da sehr gespannt, ob das auch wirklich so stimmt. Dann gibt es bezüglich Arena of Solaire schon mal ein Update. In 1,5 Wochen kommt das hier, was alles hier steht, wahrscheinlich auch zu uns nach EU, wie immer. Also das heißt, am 17. Juli bekommen wir durch Arena of Solaire mehr Tokens. Diese Tokens bekommen wir jetzt sowieso schon bei einem Win 20, bei einem Unentschieden 10 und bei einem Lose 5. Das Ganze erhöht sich bei einem Win 30, bei einem Unentschieden 20 und bei einem Lose 15. Beim Lose. Also da überlege ich halt, das hier in meine Weekly Rotation mit einzubauen, denn die Belohnungen hier für die Weekly Sachen sind ziemlich nice. Das hier sind Dinge, die du einmalig eintauschen kannst. Hier steht, wie viele Tokens du brauchst. Dann hast du hier die wöchentlichen Belohnungen, die du eintauschen kannst. Und hier seht ihr hier schon 20 Solar Token für
3 Loot Scrolls. Kann man einmal die Woche mitnehmen. Sieht ziemlich heftig aus. Sieht ziemlich nice aus, muss ich sagen. Dann gibt es neuerdings Chilling Fragment und Chilling Fragment. So, jetzt sehen wir es noch besser. Chilling Fragment, das bekommen wir auch unter anderem durch War of Roses, ist ein Pity für Debos. Da fehlt natürlich auch noch der Ring, aber der Ring wird wahrscheinlich noch im späteren Update nochmal hinzugefügt. Also bekommen wir jetzt auch noch durch Arena of Solaire Chilling Fragmente, damit wir uns Debos unserer Wahl aussuchen können. Und bei 100 Stück könnt ihr euch halt, wie gesagt, so ein Chilling Fragment holen, beziehungsweise ein Debo eintauschen. Ihr bekommt 30 pro Woche. Das Ganze könnt ihr dreimal eintauschen. Also ihr braucht 90 dieser Tokens. 90 Tokens heißt dreimal gewinnen oder sechsmal gewinnen. Eins von beiden. Sechsmal verlieren. Dreimal gewinnen oder sechsmal verlieren, damit wir diese 30 Tokens jede Woche mitnehmen können. Ja, der Debo-Markt, ich glaube, der ist komplett tot inzwischen. Also spätestens dann wird er tot sein. Durch War of Roses bekommen wir auch nochmal 100 Chilling-Fragmente. Also bin sehr gespannt. Dann gibt es noch einen kleinen Change bezüglich Note War Siege War. Und zwar auf den Note War Siege War Servern haben wir das Problem, dass die Monster einfach verschwinden. Also auf den 1er Servern, wenn 15 Minuten bevor Note War losgeht, verschwinden die Monster. Und 10 Minuten nach Note War Ende kommen die Monster wieder dazu. Und es gibt da jetzt ein paar Ausnahmefälle, Ausnahmesituationen, wo die Monster nicht mehr verschwinden in der Zukunft. Und zwar dann, wenn es nur noch eine Gilde gibt, die am Note War teilnimmt, beziehungsweise wenn es keine Gilde mehr gibt, die an einem Note War teilnimmt. In dem Fall verschwinden die Monster nicht mehr. Okay? Gut, dann meiner Meinung nach persönlich mein Highlight und auch das letzte, was es auf dem, in dem Global Lab gibt. Und zwar folgendes, Leute. Anzüglich der neuen Insel, die dazu kommt, beziehungsweise die Erweiterung von Land of the Morning Light, also Land des Morgenlichts, und die Erweiterung um die Stadt Seol, die länger gehen soll als die Geschichte von Land des Morgenlichts 1, also das, was wir bis jetzt schon hatten. Nur mal so, 8 Stunden, wenn du chillig dabei warst, so 6 Stunden, wenn du recht schnell unterwegs warst, 15 Stunden, wenn du so gar keine Ahnung hattest von Land of the Morning Light. Das ganze Seol, die ganze Geschichte, die Main Story soll länger gehen als die Story davor. Und bezüglich dessen haben sie jetzt die Cutscene Skip Time geändert, sodass du nicht mehr 3 Sekunden brauchst, um eine Cutscene wegzuskippen, du musst R gedrückt halten, sondern du hältst nur noch 1,2 Sekunden und dann skippst du die Quest halt, die Cutscene viel schneller. Finde ich super. Also das ist wirklich mein Highlight, also deswegen da freue ich mich sehr drauf und ich denke ihr auch, also das wird so ziemlich das Beste sein im ganzen Patch in 1,5 Wochen. Gut Leute, das waren die Global Lab Patch Notes, ziemlich kurzer Schmackofatz heute. Ich hoffe das Ganze hat euch gefallen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Follow da. Ich verpiss mich morgen in die Türkei, ich versuche trotz dessen aus der Türkei aus die Patch Notes Analyse zu machen und die Global Lab Analyse auch nächste Woche mitzunehmen. Falls ihr dazu kein Video auf meinem YouTube-Kanal finden solltet für eine Woche, dann seid nicht traurig. Die Woche danach bin ich ganz normal wieder da. Also viel Spaß jetzt in Deutschland und ich melde mich aus der Türkei wieder.